Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Re-Chain of Memories. In der letzten Folge haben wir gegen Axel gekämpft, haben ihn besiegt, haben gegen Malusha gekämpft und haben verloren. Ja, kennt man ja. Wenn das Video ist, immer gegen irgendeinen Typen kämpfen, eine Typin, dann direkt verlieren und dann im nächsten Part die erledigen. So, ich habe ein bisschen Power Leveling gemacht auf Level 80 oder Stufe 80. So sieht mein Enddeck aus. Ich habe jetzt, glaube ich, nur Vitas reingepackt, ja. Und den habe ich mal eingepackt. Den habe ich mal in den Kampf ausprobiert. Und ja, der macht über die ganze Zeit hin Schaden. Und das kann doch eigentlich auch nicht schlecht sein. Versuchen wir jedenfalls mal. So, stehen vor Malusha. Und ja, meine AP sind jetzt auf 560. Also hoffentlich verreck ich jetzt nicht so schnell. Ich kann die nicht weiter erhöhen. Ich kann jetzt nur noch KP erhöhen und ja, mir ist glaube ich nichts zu sagen. Versucht so ein paar Karten im Mogelshop zu holen und so, hat nicht so was gebracht. Und ja, ich glaube jetzt kommt schon der letzte Kampf. Entweder das oder danach kommt noch mal eine Zwischensequenz, Speicherpunkt und dann kommt der letzte Kampf, irgendwie sowas. Jedenfalls, wir sind kurz vorm Finale und wir versuchen es jetzt gegen Malusha. Also komm her, den machen wir platt. Das kennen wir schon. Wir aktivieren mal direkt Rico. Weil dann kann ich erstmal meine Kombinationen ballern, wie sonst was. Und hat meine Karten weggehen. Soweit die Theorie. So, so komm her. Jetzt machen wir den hier. Boop, 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 boop. Und die kriege ich dann leicht zurück. Dann nochmal. So, meine Gravitas kriege ich dann danach wieder zurück. Dann versuch mal direkt nochmal. Keine Null. Du Pisser. Mehr Attacken. Die Musik klingt so ähnlich wie aus dem Trailer. Diese beiden Kapuzentypen gegeneinander gekämpft haben und so. Na komm her. Kannst du mit der Kombination mal so weit von weggehen? Dann mock dich mal. Nein, 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 nein. So. Ja, aktivieren wir die mal. Jetzt kriegt er dauerhaft Schaden. Gut, ne? Hä? Ich nicht Dings? Egal. Du Pisser! Gibt's da nicht. Jetzt hier im Schallschock ein. Egal. Du Pisser, bleib gefälligst hier, wenn ich mit dem ungefähr um die Ecke komme. Soll ich mal jetzt das hier. Und den, ja, wow, der war knapp. Ja, komm her. Ich liebe diese Attacke. Oh, Pisser!
wieder einfach so da, ja, einfach so wegläuft davor. Ja, meine ganze Kombination bringt es auf jeden Fall. Also das klappt. Aber kann man ja versuchen. Uff. So, den haben wir schon mal erledigt. Oder danach kommt noch irgendwas. So ein bisschen offensichtlich, ne? Ah, schön. Wir haben schon Maluschas Karte bekommen. Cool. Malusha. Gut, weiter geht's. Oh, Märchenonkel Sora. You could say that. However, what you destroyed was merely an illusion of me. Ja, natürlich. So what? Another imitation. He's really in there? Yes. I knew it. I can feel his power. It's trying to destroy my heart. Gorge, we'll just take care of him together. Sure, come on. Riku, protect Naminé. You don't mind? Should I? All right. Gut. Ja, ist glaube der letzte Kampf, ne? Kann ich nochmal vorher speichern? Weil sonst würde das ja keinen Sinn machen, sonst würde ich ja die Karte nicht bekommen. Und soll ich mir eine Karte geben, wenn ich die nicht in mein Deck packen könnte? So. Okay. Was macht die? Ja, von Karten im Petto und Spezialmanöver. Zweimal in Folge. Hä? Keine Ahnung. Ich habe jetzt mal meinen jetzigen. So, letzter Kampf. Nehme ich jetzt mal sehr stark ein. Hoffentlich schaffe ich den auch. Na los. Gut. Wir müssen mal hier reden, um weiterzukommen. Bist du bereit, hinter dieser Tür schon etwas Mächtiges zu warten? Solange wir an unseren Versprecher erinnern, können wir alles meistern. Ich kümmere mich um Naminé, versprochen. Dein Herz kann sogar die Macht Maluschas widerstehen. Ich weiß es einfach. Ja, ich auch. Gut. Dann rein da. Machen wir den fertig. Jetzt gilt also so, die letzte Schlacht. Bist du bereit? Das ist unsere letzte Schlacht. Los. Gut, hoffentlich kommt jetzt noch nur ein Kampf und nicht irgendwie drei, vier verschiedene Phasen. Soon the emptiness will shatter your heart. Here in this world of nothingness. Oh, das sieht schon Final Boss-mäßig aus. As lightless oblivion devours you, drown in the ever-blooming darkness. Du bist eine sehr schöne Blume. Mein Gott. Und in Japan bedeuten ja solche Blüten irgendwie den Tod, ne? Ganz zu schweigen von dieser Sense, die er hat. Na, komm. Ich glaube, ich kann nicht betäuben mit Schwertwurf und so. Ne, ich hätte vielleicht was anderes machen können. Warum nicht hat der letzte Boss irgendwie mit Schwertwurf und so betäubt werden? Was? Your heart shall be judged. Ah.
Autsch. Ja, geil. Ja, super. Ja, das bringt es irgendwie nicht so. Goofy. Da kommen noch kleine Gegner. Willst du mich verarschen? Alter, was ist das? Jetzt übrigens das erste Mal, dass ich diesen Kampf mache. Ah, super. Wieder weg. Nee, noch gar nichts abgezogen, ne? Das ist schon mal geil. Muss ich mal normal. Wer, du kannst das Ding wiederbeleben oder irgendwie so ein Scheiß. Komm, bock mir auf das. Also, ich komme da nicht dran. Na, ich muss ja halt mehr aufpassen als sonst. Mein Gott, ich lasse mich auch noch echt die ganze Zeit davon treffen. Lass mich raten, du kannst nicht nachladen oder irgendwie sowas, ne? Mein Gott! Mein Gott! Ah, endlich, irgendwas. Wenn ich das verschwindet ja anscheinend. Dann gehe ich eben auf dich los. Deswegen nimmt man Nullen mit. Zu allen Kämpfen. Ja, denn sein Angriff ist schwächer jetzt. Mein Gott, bleibst du hier, verdammt. Oh mein Gott, ich komme nicht an ihn heran. Weg. Komm schon. Warum kann ich nur einmal angreifen? Hörst du auf damit. So, komm her. Ja, toll, wie soll ich denn da kommen? Ja, ich glaube, ich sollte mir das für Vita ja aufbewahren. Diese Kombination von Rico. Also, klar. Mach dich nicht zu dick, Mann. Du dick, Mann. Naja, Angriffe, die man nicht ausweichen kann, finde ich am geilsten. Nur habe ich so viele Vitas reingepackt.
Schlag mich zwar nicht außergewöhnlich gut, aber es könnte schlimmer sein, finde ich. Aber jetzt habe ich mein Deck so auf Dings auf pumpt, ne? Und irgendwie kann ich ihn nicht einsetzen. So, ich dachte, du machst wieder alles dunkel. Gut. Kannst du nicht ein bisschen höher springen? Danke. Ja, wie soll man den Angriff ausweichen, ehrlich? So, so. Oh. Aber ich bin irgendwie nicht in Gefahrenbereich. Warum habe ich jetzt schon wieder 1 gehabt? So. Aufpassen müsste man während des Kampfes. Komm her. Oh mein Gott. Na, komm her. Ich doch gar nicht ein. Das ist, glaube ich, nicht die letzte Form, oder? Der Schaden, ne? No good. Doch gut. Jetzt bin ich wieder voll gleich. Aber ich Heilungsspam, wie blöd. Aber kannst du mal die Dinger jetzt zurückrufen? Die gehen mir auf den Nerven. So, komm her. Bams. Meine Güte. Weißt du aber nie im Leben. Keine Erfahrungspunkte zu bekommen. Your hopes are doomed to the darkness. Ich sollte erst mal einen Schattenschalk einsetzen, dann Rico. Ich kam irgendwie gar nicht dazu, die Kombination einzusetzen. Dieser eine Angriff, den könnte ich vielleicht einsetzen. Mal kämpfen wir wieder am Boden, das wäre besser. Ich glaube, ich bleibe bei meinen normalen Angriffen irgendwie. Mein Gott, wie schnell hat der aktiviert? Was bist du denn? Wieder vergessen, Dings einzusetzen. Ha, es funktioniert sogar. Wollen wir schnell seine AP runtergehen. Was? Ah. Will ich verarschen? Hoffentlich sind die wieder geordnet, wenn ich die aufsammle. Aber irgendwie klar.
Du hast mein Dings jetzt außer Kraft gesetzt, du Penner. Ja, bringt irgendwie nichts. Komm her. Der ist schon leicht tot, Mann. Muss kein Elixier und so einsetzen. Alles abgezogen hat, ne? Ah, ich komme zu dir hingefliegt. Du, besser! Einfach geht's. Nicht, wenn ich hier Zeugs einsammle. Au. Wow. Das ist ja chillig. Auf damit. Komm mal her. Halt sogar den da hinten auf. Wahrscheinlich wäre ich danach tot, ne? Irgendwie sowas. Ich möchte den Angriff nicht noch mal sehen. Und die Fingerakrobatik, die ich hier machen muss, ne? Oh ja. Haben die Laser geh weg damit. Und weg bist du. Was das aber kommt noch was, weil das war irgendwie chillig. Ich glaube nicht, dass das nur daran liegt, weil ich Level 80 bin. Ja, das sieht schon nach dem Ende aus. Tschüss, Maluja. Das war dieser ernste Blick. Was jeden Gegner besiegen wir mit so einem blöden Grinsen am Ende. Wenn er mit dem besiegt, dann voll die zerfressene Miene. So, den habe ich gezeigt. You okay, Riku? Not Riku. I'm a fake. I can't remember why I was created or where or when. All that's inside of me is time with you and Naminé. But I know
Those memories are not real. Gee, Naminé, can't you use your magic to put Riku's memory back to normal? Well, I... It's all right. I'll deal. Wait! Who cares if someone created you? You are you, and nobody else. You have your own heart inside you. Those feelings and memories are yours, and yours alone. They're special. Sora, you're a good guy. I don't have to be real to see how real your feelings are. That's good enough. Riku! Riku. Da läuft er in den Sonnenuntergang. Can you put our memories back? Yes. Not remembering something doesn't really mean that it's gone. What do you mean? When you remember one thing, that leads to remembering another. And then another, and then another. Our memories are connected. Many pieces are linked together, like they're in a chain that makes up each of us. A chain of memories. I don't actually erase any memories. Just take apart the links and rearrange them. You still have all your memories. So you can put them back together? Yes, but first, I have to undo the chains of the memories I made on my own. After I've done that, I have to gather up the memories scattered across each of your hearts, and then reconnect them. It might take some time, but I think it might work. No, it will work, I'm sure. It's my turn to look after you. All right. We all really trust you. Oh, wait a second. You said you'd have to undo the links of the memories you made. But that means... Yes. You won't be able to remember anything about what happened here. Not even you? I'm sorry. It's the only way, I'm afraid. Sora. You have a choice. You can lose your memories of this castle and reclaim your old ones, or keep your memories here and give up the memories that you've lost. Do I have to choose? Yes. Make me like I was. Oh, okay. Nobody needs to keep a bunch of memories that aren't real, right? You want to remember all of the people who are really important to you. Anybody would choose that. Ja. Kein Aber. Ja. To remember again, we have to keep in that? Yes. It's going to take a little time, but I'll take care of you. Gorsh, when we wake up, we won't remember who you are anymore. But how are we gonna thank you? Don't worry about that. I'll just make a big note in my journal. And it will say, thank Naminé. Oh, good. That makes me feel better. Well, good night then, Naminé. Good night, Goofy. Und Donald auch. Sora? Okay.
of this may have started with a lie. But I really am glad that I can meet you, Sora. Yeah, me too. When I finally found you, and even when I remembered your name, I was happy. The way I felt then, that was no lie. Goodbye. No, not goodbye. When I wake up, I'll find you. And then there will be no lies. We're gonna be friends for real. Promise me, Naminé. You're going to forget making that promise. If the chain of memories comes apart, the links will still be there, right? So the memory of our promise will always be inside me somewhere. I'm sure of it. Yeah, you're right. Okay, it's a promise. Good. Until later. A promise. Huh. Sora, some of your memory's links are deep in the shadows of your heart, and I won't be able to find them. But don't worry. You made another promise to someone who you could never replace. She is your light. The light within the darkness. Remember her, and all the memories lost in the shadows of your heart will come into the light. Another promise. Look at the good luck charm. I changed its shape when I changed your memory. But when you thought of her just once, it went back to the way it was. Kairi! My friends! Naminé? Don't worry. You might forget about me. But with our promise, I can come back. A promise is a promise. Yes. One day the light... It will be ours, and it will bring us together. Till then, I'll be in your heart. Right. Forgotten, but not lost. Alles klar. Und perfekt. Den Ton direkt ausgemacht. Sonst regnet es Copyright Strike, wahrscheinlich. Ah, okay. Ich hätte gedacht, es wird noch ein bisschen länger dauern und dass ich ein bisschen mehr Probleme bekomme, aber mein Level hat doch irgendwas gebracht. Und ja. War nicht so schwer. Ich fand ehrlich gesagt Malusha in seiner normalen Form, also mit der schwarzen Kutte und so, einfacher als... schwieriger. Ne, die zweite Form danach fand ich ein bisschen schwieriger. Weil ich den nicht erreichen konnte. Weil in der letzten Form konnte ich ja Kombinationen und so halt alles einsetzen, weswegen der Kampf viel einfacher wurde. Also ja. Bisschen
Easy. Dafür, dass ich auch Profi spiele. Aber okay. Da sehen wir noch mal, was wir alles erlebt haben, was wir gemacht haben. Was soll ich zu den Spielen noch sagen? Das Kampfsystem ist meiner Meinung nach das schwächste von allen bisher erschienenen Kingdom Hearts Teilen. Es macht zum bestimmten Punkt natürlich Spaß und es ist nicht schrecklich. Also es ist jetzt nicht so schlecht, dass man damit nicht spielen könnte. Ich meine, ich habe jetzt hier das gesamte Spiel damit gespielt, also sagt das ja was. Und ja, ich bin sowieso immer ein Fan von den normalen Kampfszenen, so aller Kingdom Hearts 1 und 2, gefolgt von den Kampfszenen von Birth by Sleep und Dream Drop Distance. Dann kommt erst dieses. Ah, naja. Coole Haare. Danke. Ja, ich werde wahrscheinlich wieder bodenlose Stille hier reinpacken. Während den Credits. Also ja. Nicht wundern. Aber wir sind mit dem Spiel noch nicht durch. Vielleicht, ich weiß nicht, sieht man das schon als nächstes oder muss ich mich bis auf den nächsten Part darauf warten? Ich hoffe, die Quests sind jetzt nicht noch zu lang. Wir haben schon 44 Minuten gleich. 37 Minuten. Aber ja, kann man ja mal so einen Endkampf machen. Muss jetzt nicht unbedingt nochmal zweimal geschnitten werden. Zwei Parts. Ja, doch, klar. Habe ich gefragt, kam Pinocchio überhaupt in dem Spiel vor? Und so, ja, na klar, kam er vor. So, ich hoffe nur, ich tue den Ton gleich wieder vernünftig einstellen. Nicht zu laut oder zu leise. Ah, okay. Weiß nicht, wie viele Parts noch kommen werden, ehrlich gesagt. Aber ich glaube nicht mehr so viele wie jetzt. Das ist jetzt der, wie vielte? 27. oder? Das heißt, ich glaube nicht, dass aus diesem Projekt noch 50 Parts werden, aber Bart Cool. Das für ein cooler Name. Und ja, Messerschmidt. Da sehen wir sie. Und da ist Kopie Rico. Und da ist Axel. Er reicht seine Hand. Und da ist jemanden, den wir noch nicht gesehen haben. Und drei andere Leute, die wir auch noch nicht gesehen haben. Wer waren diese Leute? Wenn wir es ja erfahren. Ich glaube, nein. Disney Interactive Studios und Square Enix. Kingdom Hearts Re-Chain of Memories. So, kann ich jetzt noch speichern? Nach dem Kampf, oder? Kommt noch irgendwas. So, Ton wieder an. Dann haben wir noch mehr Kundenträger. Oder Trägerin. Always sleep between parts. Zwischen Abschied und Wiedersehen, mit vertrauten Worten auf vertrautem Weg, muss ich jetzt schlafen gehen. Lass uns also Abschied wie immer nehmen. In einer Welt ohne dich werde ich von dir träumen. Und wenn ich wieder aufwache, sehen wir uns endlich wieder. Mit vertrauten Worten auf vertrautem Weg.
Was hat das zu bedeuten? Ungeschlagen. Ach ja, weil ich nie Fortsetzung gemacht habe, ne? Darauf habe ich sehr gut geachtet. Hätte aber nicht gedacht, dass ich das geschafft habe. Blitzka. 1986 Mal, ja, wegen meinen Trainingseinheiten. Okay, Fortschritt im Tagebuch 84%, haben wir gar nicht so drauf geguckt. Aber das Spiel ist sowieso ein bisschen linear, also ist das jetzt nicht so wichtig. Ja, speichern, ja. Erstmal speichern. Okay. Ich würde sagen, die tun wir aber nicht. Hier. Ja, guck mal, was als nächstes passiert. Sehr gut. Kommt noch irgendwas? Wir sind im Titelbildschirm. Ja, man sieht nicht Sora, sondern Rico. Was hat das zu bedeuten? Kingdom Hearts, Rechain of Memories, Reverse Rebirth. Was das bedeutet, sehen wir in der nächsten Folge von Let's Play Kingdom Hearts, Rechain of Memories. Ich bleibe mich alle zuschauen und sag tschüss, bis zur nächsten Folge.